Herzlich willkommen zur heutigen AZTV-Ausgabe. Am Ende eines heißen Bieterwettstreites in einem Berliner Hotel steht nun fest, die ehemalige Bundesgrenzschutzkaserne in Bad Bonteich hat ab Februar 2015 einen neuen Eigentümer. Der unbekannte Käufer, der nach eigener Aussage aus dem Landkreis Uelzen stammt, erwirbt das Gelände mit Mannschaftsunterkünften, Sporthalle und Bunker für 830.000 Euro. Dauerregen, Windböen, wer kann, der bleibt zu Hause. Richtige Weihnachtsstimmung will sich beim Schmuddelwetter aber auch keine einstellen. Gerade auf diese hatte der Einzelhandel gehofft, damit möglichst viele zum Geschenkebummel den Weg in die Geschäfte finden. Doch zwei Tage vor Heiligabend fällt eine erste Bilanz zum Weihnachtsgeschäft im Landkreis bescheiden aus. Der frühe Badespaß ist auch für 2015 im Bad Bevensener Rosenbad gesichert. Wie in diesem Jahr werden die Frühschwimmer auch in der kommenden Freibadsaison ihre Schwimmzeiten gemeinsam mit der DLRG selber organisieren. Ihr Engagement ist die Reaktion auf verkürzte Öffnungszeiten im Bad Bevensener Freibad, nach denen das morgendliche Bahnenziehen aus Kostengründen nicht mehr vorgesehen war. Wir werfen einen Blick auf das Wetter. Das üble Wetter von heute lässt sich auf den morgigen Tag 1:1 übertragen. Denn es bleibt im Kreis Uelzen beim trostlosen Dauergrau, zeitweiligen Regen oder Sprühregen und einem frischen bis starken Wind. Auch die Tagestemperaturen von maximal 11 Grad zeigen sich unverändert. Einziger Unterschied: die regnerische Nacht wird mit 7 Grad etwas kühler als zuletzt. Die Aussichten für Heiligabend geben leider wenig Änderungen. Das war's mit AZTV für heute. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.